body gotta do? What? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 17. Das Auswärtsspiel und damit der 32. Spieltag gegen den 1. FC Köln. Ja, wer das letzte Spiel gegen Hertha gesehen hat, das hat uns ein bisschen das Genick gebrochen. Die Bayern sind 2 Punkte vor uns. Das war so ein bisschen gerade der Dämpfer. Und so viele Spieltage sind es leider nicht mehr. Wie gesagt, wir sind Spieltag 32. Das heißt, nach diesem hier kommen nur noch 2 Spieltage. Ich weiß nicht, gegen wen die Bayern spielen müssen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal ein Spiel verlieren werden. Vielleicht mal ein Unentschieden, aber das war's dann auch. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass dieses mit der Meisterschaft war, dass mir das Spiel gegen die Hertha und gegen Ingolstadt das Genick gebrochen hat. Ach, wenn doch Pizarro endlich mal wieder treffen würde. Das wäre so nice, nice. Oder einfach mal der Schiedsrichter, wenn man Elfmeter zusprechen will. Einfach mal richtig nice. Ach, bevor ich es noch vergesse, Locatelli fällt übrigens für 3 Wochen aus. Das würde fast bedeuten, Saisonende für Locatelli. So sollte es nicht. So sollte das nicht passieren. Ja, Pizarro leider immer noch mit 18 Toren. Da hat sich, glaube ich, seit 4 Spieltagen nichts dran verändert. So langsam müsste er mal wieder treffen. Aber da kommt im Moment nichts bei rum. Im Moment etwas glücklos. Wenn wir den Video nicht hätten. Da wird er hart angegangen, aber das ist dem Schiedsrichter scheißegal. Das ist dem Schiedsrichter egal. Ach, da ist der Pass zu kurz. Ich dreh durch hier, ey. Ja, das pfeift er natürlich. Klar, dass er das wieder pfeift. Das pfeift er hier gerne.
Ja, Sané, so wird das nichts mit dem Kopfballtor. Lässt er sich wieder so abbuttern, ey. Ja, genau, Pizarro, so macht man das. Genau. Ist ja gerade das reinste Fehlpass-Festival hier. Ha! Genau als ob! Und dann so ein Schuss, ey. Als ob. Mann, ey. Das ist doch zum Kotzen, ey. Es ist kein Foul. Ach, fuck you, ey. Ohne Witz. Boah, es kann nicht wahr sein. Boah, dann so ein verfickter Dreckspasta, ey. Ja, 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 fuck you, ey. Ohne Witz. Fuck you, ey. So ein Witz, ey. Ja, das war's mit der Meisterschaft. Definitiv. Ja, das war's definitiv mit der Meisterschaft. Boah, ist das ein Fuck, ey. So zwei verfickte Tore, ey, ohne Witz. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer tschüss, Meisterschaft.
Er legt ihn sich wieder zu weit vor. Ich komme da einfach nicht durch. Boah, und dann so ein Pass, ey, ohne Witz. Was war da? Willst du mich verarschen? 20% meiner Pässe sind angekommen. Ja, da sieht man wieder warum. 20%. Boah, es kommt aber auch kein Pass mal richtig an, ey. Ja, Elfmeter, fuck you, ey. Ohne Witz. Ich treffe einfach nicht mehr, ey. Ich hoffe nur, dass die Bayern nicht gewinnen. Ansonsten war es das wirklich. Ja, als ob. Ich komm aber auch nicht mehr richtig vors Tor. Willst du mich verarschen oder was? Das ist echt ein schlechter Scherz hier oder was? Das kann doch nicht mein Ernst sein, was ich hier gerade spiele für einen Kack. Und schon ist der Ball wieder weg. Ach, fuck you, ey. Kein Abschluss. Willst du mich verarschen? Das kann nicht wahr sein, ey. Meine Fresse. Überlege mal, was ich jetzt noch machen kann, ey. Was habe ich denn noch für Möglichkeiten?
das was bringt. Ach, immerhin Anschlusstreffer. Ein paar Minuten habe ich ja noch. Willst du mich verarschen? Nee, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch für mich, genau. So kann man es auch kläglich hergeben. Es wird nochmal eng. Hol den Ball. Hol den Ball. Hol den Ball. Oder auch nicht. Oh, 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 oh. Kommt, Jungs. Kommt, Jungs. Das Momentum ist auf unserer Seite. Nee. Lässt er wieder so leicht den Ball halt nehmen, oder was? Kommt da nicht hinterher. Komm schon. Oh, 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 oh. Oh, fuck. Das hätte es sein können, ey. Ja, jetzt ist vorbei. Fuck. Wenn die Bayern jetzt gewonnen haben, war es das. Dann war es das. Ja, das war's. Bye bye Meisterschaft und bye bye liebe Zuschauer. Wir sehen uns im nächsten Spiel, in der nächsten Folge. Da geht's gegen Hoffenheim. Ja, das war's eindeutig. Also, bis dahin.